Bitcoin ist hier am Samstag um 7 Uhr auf einen sehr schönen Support-Level, eben das Monthly-Level, getroffen, und es gab prompt einen kleinen Bounce. Wie ihr dieses Level mit Order Flow catchen könnt und auf was ihr achten solltet, das schauen wir uns jetzt im Video an. Hallo und einen wunderschönen Sonntag wünsche ich. Mein Name ist Dr. Harlekin von den Trade Wizards und ich bin heute zurück mit einem kleinen Post-Analyse-Video, denn wir schauen uns eben an, welchen Trade wir machen können. Und zwar hatte ich jetzt im Intro einen sehr schönen, ein schönes Level gezeigt, wo eben Bitcoin am Samstag eben, ja, dieses Level eben gehittet hat. Und es macht natürlich auch Sinn, sich in der Vergangenheit Trades anzuschauen, beziehungsweise Möglichkeiten anzuschauen, wie diese eben verlaufen sind und wie man diese dann eben hätte mitnehmen können oder eben vermeiden können. Und dazu schauen wir dann uns auch das Order Flow in ExoCharts an. Und es ist immer wichtig, auch Trades zu analysieren, die man vielleicht selber nicht genommen hat. Gestern war ich jetzt nicht aktiv am Wochenende, aber trotzdem nutze ich Sonntag oftmals dazu, mir eben vergangene Trades eben anzuschauen. Und da war eben dieses interessante Level. Und das schauen wir uns jetzt eben mal gemeinsam an. Und was ist jetzt eigentlich passiert? Bitcoin ist ja letzte Woche dann hier in der Value Area High einer größeren Range eben wieder reingekommen und wurde dann abverkauft. Wir hatten dann hier eben eine Base gebildet, eine kleine Konsolidierung, und dann ging es hier wieder nach unten. Hier ist übrigens auch auf dem 15-Minuten-Timeframe sogar, wir sind jetzt gerade auf dem 5-Minuten-Timeframe, hier ein schöner Orderblock entstanden wieder, den man sich mal als Widerstand hier vormerken kann. Zudem haben wir hier den Naked Range Point of Control von dieser Range. Wäre wahrscheinlich ein sehr schönes Widerstandslevel, wenn wir hier hochkommen für ein Scalp Short. Nichtsdestotrotz, wir wurden dann abverkauft, sind hier direkt auf den Daily gekommen, hatten diesen als Support, bilden aber nur ein relativ schwaches High, ja, bilden nochmal ein Lower Low, nochmal ein Lower Low, kommen dann nochmal hoch, nehmen dieses High raus und jetzt geht es wieder auf den Weg hier nach unten. So, und wenn man an dieser Position dann ist, hat man natürlich hier unten auch dieses sehr schöne Support-Level, diesen Monthly, und kann sich dann eben auch einen neuen Trade eben setzen bzw. planen. Und der würde dann beispielsweise so aussehen, dass wir sagen, okay, ich möchte hier unten diese Reaktion am Monthly traden, falls diese sehr gut aussieht. Mit dem SL muss man eben schauen, wo wir hier eben dann das Low bilden. Und mit dem Entry ist natürlich auch etwas variabel, aber so in etwa, dass man auch schon mal eine Vorstellung hat, wenn wir hier unten reingehen, wäre das nächste größere Widerstandslevel der Daily und wir hätten hier eben ein sehr schönes Risk-Reward, wenn wir hier bis unter 20.000 eben reinkommen würden. Und dann könnte man diesen Trade so mitnehmen. Jetzt ist dann Folgendes passiert. Wir sind nochmal hochgekommen, ja, und man merkt aber jetzt, nehmen wir hier nicht mehr diese Highs eben raus. Wir bilden immer weiter Lower Lows und Lower Highs. Das ist natürlich die Chance, dass wir runterkommen, eben nochmal hoch. Und jetzt kann eben Folgendes passieren: Wir könnten jetzt dieses Level als Swing Failure Pattern rausnehmen. Ja, das kann man dann auch traden, aber darum geht es heute nicht, sondern wir wollen ja wirklich dieses Level dann uns auch mal anschauen, was wir ja auch jetzt im Hinterkopf haben, dass das auch dann zugetroffen ist. Ja, dass das passiert ist. Und wie man sieht, es ist kein Swing Failure Pattern hier entstanden. Hier eine kurze Reaktion. Aber da das nur eine kleine Range hier eben ist und sind wir sogar bis runter. Und jetzt hat man natürlich die Möglichkeit, eben diesen Move hier unten gleich zu catchen. Ja, es gibt welche, die können das sehr, sehr stark mit Indikatoren, mit Order Flow, sonstiges. Für wen das aber zu schnell eben geht, der muss nicht immer hier dieses absolute Low sofort erwischen. Da gibt es auch eine andere Möglichkeit, und zwar warten wir jetzt einfach, wie diese Reaktion ausfällt. Und wenn diese Reaktion stark ausfällt, dann traden wir den Retest. Und ein Retest passiert über 70% in der Fälle kommt eben ein Retest. Natürlich wird man nicht immer erwischen, weil dieser ja auch immer sehr unterschiedlich dann eben ausfällt. Aber nichtsdestotrotz ist ein Trade, den man nicht nimmt, kein verlorener Trade.
Und wir wollen ja uns die Reaktion anschauen. Wir wollen die Situation einschätzen, wie die ist. Und wenn die uns gefällt, was wir hier sehen, dann können wir sagen, okay, jetzt möchte ich hier aktiv werden. Und wenn mir eben diese Reaktion mir nicht gefällt, dann bleibe ich eben fern. Und damit hat man eben auch Zeit, das genau zu analysieren und springt nicht ins fallende Messer, wie wir so schön sagen. Wir haben also jetzt hier eine erste Reaktion gesehen und dann schaut man sich natürlich die nächsten 5 Minuten an und wir kommen hier hoch. Und jetzt wird es dann eben interessant. Gut, jetzt können wir nämlich unseren Trade dann eben viel besser planen. Wir haben dann hier eben dieses Monthly Level. Und jetzt wollen wir eben den Retest hier in dieser Form dann mitnehmen, wo er passiert. Und dann wissen wir auch, wie eben dieses Risk-Reward-Level dann aussieht. Natürlich mache ich das parallel mit Order Flow. Ich kann jetzt aber nicht beide Fenster parallel eben zeigen. Deswegen wollte ich das jetzt erstmal in Trading View von der Theorie kurz zeigen. Und dann schauen wir uns das gleich nochmal in ExoCharts an. So, und dann passiert das. Wir bilden hier ein High, kommen hier hoch. Und jetzt ist die Möglichkeit, dass wir hier mit Hilfe eines Fibonacci Retracements eben hier einen Retest am Golden Pocket beispielsweise oder eben das 07er. Ein Retest ist meistens im Bereich vom 0,38 bis zum 0,886 Level. Dort kann überall ein Retest stattfinden. Ist aber eben dann möglich und was passiert? Wir sehen hier dann eben diese Reaktion und wir versuchen natürlich diesen Retest dann eben mitzunehmen. Hier an dieser Position, den SL unter diesem letzten Low und damit haben wir dann ein Risk-Reward von circa eben 2, wenn wir hier bis zum Daily natürlich traden. Vorab gesagt, wir sind hier in einem Downtrend, auch im größeren sind wir in einem Downtrend. Wenn ich scalpe nach Order Flow, dann, wenn ich dann sehe, dass wir hier mittendrin schon auf Widerstand stoßen, bin ich dann auch schneller draußen, als jetzt unbedingt hier an dieses Risk-Reward-Verhältnis festzuhalten. Wenn ich hier sehr starken Widerstand sehe, nehme ich Profite, schiebe mein SL dann hier beispielsweise im Profit und lasse den Rest noch etwas laufen oder ich schließe komplett, wenn ich sehe, dass wir nehmen kein High hier, kein High hier raus. Und bilden das nächste Low High. Da bin ich ganz schnell auch wieder draußen. Das nützt nichts, dann an einen Trade festzuhalten, gerade wenn man scalpt. Okay, das eben dazu. Und jetzt schauen wir uns die Situation kurz in ExoCharts an. Und zwar haben wir hier eben dieses markante Previous Monthly Low hier an diesem Punkt. Wir kommen hier runter mit ein sehr schönes Volumen. Und es bringt auch manchmal was, die Situation vorher schon zu analysieren. Wir haben nämlich dann hier sind wir, hier ist die richtige Stelle, Verzeihung, haben wir nämlich hier auch ein markantes Low eben gebildet und hier sehen wir schon, wie das Volumen eben abnimmt und hier kommt ein neues Lower Low mit deutlich weniger Volumen. Das zeigt erstmal, dass hier dieser Downtrend eben auch abschwächt. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Das unterstützt natürlich unseren Plan, den wir haben. Und jetzt sehen wir, dass der Kurs eben hier auf dem Monthly prallt. Und was wir auch sehen, dass wir hier oben mit zunehmendem Volumen eben hier runterkommen. Das ist natürlich eine sehr starke Reaktion. Deswegen ist es auch oft gefährlich, hier einfach reinzugehen. Bei so einer Zunahme von dem Volumen ist eben auch ein Downtrend erstmal supported. Wir sehen aber ein bisschen, dass hier auch das Open Interest eben auch geschlossen wird, dass das Delta auch zunimmt am Anfang, aber das Verhältnis sich etwas verschiebt. Aber letztendlich wäre hier auf alle Fälle Vorsicht geboten. Was wir aber dann sehen, sind Liquidation Bubbles. Wir sehen hier unten, dass die Selling Imbalances sofort, also hier ein Bounce entsteht und sofort diese Selling Imbalances eben getrappt sind. Hier 2,1 Millionen, 1,6 Millionen, 1,2 Millionen, die sind jetzt sofort, die haben auch keine Möglichkeit mehr, ihre Shorts hier im Profit dann irgendwo zu schließen, was erstmal eine sehr starke Reaktion ist. Und wir sehen, dass das Delta dann mit der nächsten Kerze sofort dann auch wieder ansteigt, Open Interest reinkommt, aggressive Käufer auch reinkommen und sehr viele Buying Imbalances. Das ist eben das, was wir sehen wollen bei einer sehr schönen Reaktion und der Kurs geht eben dann nach oben. Und das ist das erste Anzeichen, dass man sagt, okay, das ist eine schöne Reaktion, ja von über 0,5%, die wir jetzt hier hatten. Und jetzt möchte ich mich eben positionieren bei einem möglichen Retest und dann nehme ich hier bis zu diesem High, also sobald ich ein High identifizieren kann, nehme ich dann eben die Fibonaccis mit dazu. Mit Retest, da haben wir nämlich diese Levels von 0,382
bis 886. Und jetzt schauen wir einfach, was passiert. In der zweiten Kerze sind schon keine Buying Imbalances mehr, die den Uptrend dann weiter unterstützen. Und wir sehen auch, dass das Open Interest jetzt wieder leicht zunimmt, abnimmt und das Volumen jetzt wieder etwas wegbricht. Ja, hier 7,4 Millionen und dann wird es schon wieder dünner. Auch hier die Deltas verschieben sich etwas wieder ins Negative und dann kommen wir langsam wieder runter. Das ist natürlich jetzt eine Situation. Viele Selling Imbalances, erstmal Gefahr. Ja, Open Interest steigt dann, aber wir sehen hier immer noch positives Delta und das Volumen nimmt hier wieder erstmal zu, aber immer noch positives Delta. Und wir sehen dann prompt eine Gegenreaktion am Golden Pocket. Und das ist das, was wir sehen wollen. Wir sehen hier unten diese knapp 800.000 Buying, nachdem wir hier diese Selling Imbalances haben. Und wir sehen dann plötzlich an der Stelle, dass hier diese Selling Imbalances geflippt werden. Und das ist sehr interessant. Und an dieser Stelle würde ich dann eben jetzt hier long gehen. Ja, wir haben hier dieses Golden Pocket. Und wir haben hier jetzt die Buying Imbalances, die plötzlich hier reinkommen. Wir hatten hier unten positives Delta, was jetzt hier schon nicht ansteigt wieder. Das sieht man dann in der Kerze. Und wir haben hier dieses Flip, was für mich dann eben ein sehr starkes Zeichen ist. SL hier drunter, natürlich kann es sein, dass wir hier nochmal runterfallen. Es kann auch mal sein, dass wir einen Losing Trade haben. Das passiert sehr gut. Aber wir haben hier mit dem Retest eine deutlich erhöhte Chance, als hier unten jetzt reinzuspringen in diesen Trade. Und die Erfolgsaussichten hier, so ein Retest, wenn man den richtig analysiert, mitzunehmen, sind sehr hoch. Also hier rein, SL hier drunter, das Risk-Reward-Verhältnis haben wir dann. Und was passiert dann? Wir sehen hier, dass weitere Buying-Imbalances eben reinkommen. Ja, wir machen jetzt das Golden Pocket mal aus, dass wir das besser sehen. Steigen hier hoch, hier wieder Buying-Imbalances, die ja diesen Sprung, diese Aufwärtsbewegung unterstützen, was immer sehr schön ist, was wir sehen wollen. Und dann sehen wir das erste Mal, Selling Imbalance ist hier direkt am Top. Und was macht der Kurs? Er springt weiter hoch. Und das ist auch ein sehr bullisches Zeichen in diesem Moment. Wir kommen also nochmal höher und laufen direkt in den Session Rebop rein und kommen da das erste Mal auf Widerstand. So, und da sehen wir dann hier, dass jetzt diese ganzen Buying Imbalances geflippt werden durch Selling Imbalances, was erstmal ein bärisches Zeichen ist. Ja, wir haben auch dieses High hier noch nicht oder diese Imbalances hier noch nicht rausgenommen. Hier ist also das erste Mal Vorsicht geboten. Hier würde ich das erste Mal Profite nehmen und dann sagen, okay, wenn ich jetzt hier drinne bleibe, würde ich eben diesen SL nachschieben. Hier bestenfalls unter diesen Buying Imbalances. Ja, diese sollten aus meiner Sicht dann nicht mehr geflippt werden. Dann bin ich letztendlich draußen. Oder wenn hier dieses Volumen jetzt weiter unterstützt wird, dann würde ich per manuelle den Scalp dann eben schließen. Hier hätte ich dann eben den SL und würde dann hier mit dem Rest vom Trade dann eben schauen, was passiert. Aber das Selling-Volumen bricht dann auch wieder weg. Das Buying-Volumen nimmt dann ab hier wieder zu. Hier kommen dann auch wieder Buying-Imbalances rein. Hier waren schon das erste Mal Buying-Imbalances wieder zu sehen, ja. Also was jetzt dann erstmal auch ein bisschen die Tendenz nach oben dann zeigt. Und plötzlich kommt der Move mit 7,3 Millionen Volumen. Buying-Imbalances wieder hochgeschossen. Und natürlich kommt dann auch nochmal eine kurze Gegenreaktion. Wir haben aber jetzt hier diese Highs rausgenommen, die Buying-Imbalances rausgenommen, ja. Und kommen dann jetzt hier runter, schauen, was hier ist. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir haben hier das letzte Low beim Scalpen. Den SL ziehen wir hier runter und schauen dann, was passiert. Zack, Open Interest steigt aber weiter an. Das Delta nimmt etwas ab bis zu diesem Punkt. Aber wir sehen, dass die ganzen Selling Imbalances diesen Preis nicht weiter drücken können. Also hier ist auch eine Absorption. Ja, wir sehen hier eine CVD-Divergenz, eine bullische Divergenz, was bullisch ist. Und von daher, wenn man dies eben so identifiziert und mit diesen SL abgesichert ist, kann ja dann in dem Fall nichts mehr passieren. Und was passiert? Wir kommen hier wieder rein, sehen wieder Buying Imbalances über diesen Session VWAP bis hier hoch. Und an dieser Stelle sieht man dann plötzlich, okay, weniger Volumen, 4,1 Millionen. Ja, wir brechen wieder dieses High mit weniger Volumen von 7,4. Erstes Warnsignal. Und wir sehen, Open Interest stirbt hier etwas weg. Wir kommen hier nicht weiter hoch. Hier plötzlich fallen keine Buying Imbalances mehr zu sehen. Ja, also wir sehen hier, dass hier eben der Preis nicht weiter nach oben will. Wir sehen auch eine kleine Gegenreaktion. Wir sind alle unschlüssig. Das Volumen bricht sofort weg. Und dann sehen wir hier die Selling Imbalances.
und brechen dann weg. Man kann natürlich jetzt hier oben dann eben diesen Trade closen. Das ist dann diese beste Möglichkeit. Und man kann dann, nachdem wir hier diese Buying Imbalances gesehen hat, den das L hier nachziehen. Und dann als nächstes eine zweite Variante wäre sagen, dass wir wollen ja eben nicht mehr drunter kommen. Und wenn das passiert, wird man hier ausgestoppt, haben aber zweimal Profite genommen. Ist also ein sehr guter Trade. Wir sind dann auch knapp an diesem Daily bei 220. Also hier war dieser Daily dann auch in diesem Bereich. Ja, bei 220. Also hier direkt hier ist dann auch dieser Daily. Wir sind drüber und dann sagen wir, okay, wir wollen hier nicht mehr drunter. Dann würde ich hier oben schließen. Wir hätten ja eben den Trade eh zu 90% dann geschlossen, weil wir unser Target erreicht haben. Und was passiert dann, wenn wir mal weiterschauen? Wir bekommen hier nochmal hoch, aber das Volumen bricht halt wirklich weg. Ja, 4 Millionen, hier oben dann nur noch 1,7 Millionen, hier nochmal 1 Million oder 1,6 Millionen. Und wir bilden jetzt auch wieder Lower Highs auf den kleineren Timeframes. Und dann, wenn wir hier wirklich noch drin sind, ist das ein Signal, dass wir hier, dass der Preis einfach nicht weiter hoch will und gegebenenfalls ein Rücksetzer kommt, und das will ich beim Scalpen nicht. Von daher wäre ich dann hier oben, Ziel erreicht, eben raus. Das so viel zu einem kleinen Trade. Ich versuche ab und zu mal wieder sowas einzuführen. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne in unser Discord. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Dann würde ich auch mehr davon in Zukunft posten. Wenn ihr Fragen habt, haut die gerne raus. Und wir sind deutschsprachiger Partner von ExoCharts, also wenn ihr mehr dazu lernen wollt, dann seid ihr bei uns genau richtig. Der Discord ist für alle offen. Lernt uns gerne kennen und dann sehen wir uns da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Bis zum nächsten Mal. Schönen Sonntag, euer Dr. Harlekin.